assassination event that Tobias and Francis were going on about. But don't worry, I won't be nearly as long-winded. Because there honestly isn't much that we know about it. It happened on the morning of September 14th, 1961. My colleague, Dr. James Kay, was conducting experiments at a highly classified site in the Deep Zone. He was assisted by my husband, Dr. Alan Turner. At 0400, their experiment unleashed a gamma-ray surge that instantly killed both of them. The surge was an impossible amount of energy, orders of magnitude greater than any man-made source. It also triggered hallucinations in anyone awake within a 10-mile radius. It was a burst of widespread insanity, but only for a short moment. Okay. Unsere Batterie ist bald leer, ne? Wenn wir nicht bald was finden. Ich meine, wir haben noch ein Elektrik, ein Starthilfe-Dings, aber ich weiß nicht, wie viel Energie das liefert. Ich hoffe, hier ist es einigermaßen stabil. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich mich hier veräppeln sollte. Ganz gut aus. So, warte mal, hier leuchtet ein Kasten. Ja, wie schon natürlich. Ach, hier steht auch eine Kommode. Ja, können wir mitnehmen, wofür wir noch Platz haben. Ein bisschen was geht ja noch. Okay, und das nur für eine Sekunde. Aber was genau willst du mir jetzt damit sagen? Mal abgesehen davon, dass dein Mann tot ist, okay. Also, na, eigentlich nicht okay, aber okay, Information zur Kenntnis genommen. Alle haben ein bisschen... halluziniert. Was bist du denn? Pulsierendes Herz. Tagebucheintrag, Datum unbekannt. Ich irre seit mindestens 2 Monaten hier draußen umher. Ich bin die letzte Überlebende unseres Teams. Ich habe keinen Schimmer, welchen Wochentag wir haben, wo ich bin, welche Richtung ich einschlagen sollte. Ich weiß nicht einmal, wo Norden ist. Die Straßen selbst scheinen sich zu verändern und die Barrieren, die die Regierung aufgestellt hat, öffnen und schließen sich nach gut Dünken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesem Ort je entkommen werde. Ich habe es nur dank der semi-organischen Müllhaufen bis hierher geschafft, die meinen Van zusammenflicken, wenn wieder einmal irgendeiner dieser Scheußlichkeiten da draußen ihn in Stücke gerissen hat. Ich habe keine Ahnung, wie sie das tun. Ganz gleich, ob mein Van vom Blitz getroffen wird oder wieder einmal an einer Baumkrone gezerrt wird, diese Dinge reparieren ihn anschließend besser als jeder Mechaniker. Danach fahre ich dann wieder in den Wald hinein, um einen anderen Abzweig auszuprobieren. Das ist die Geschichte der letzten Überlebenden, der Fernsehcrew von Was krabbelt da, die hier draußen feststeckt. Weil wir unbedingt eine blöde Serie über Insekten drehen wollten. Okay. Okay. Ich kann noch nichts machen, ne? Nö. Hat die sich in das Ding verwandelt? Dann ist noch ein Auto. Gibt es hier Schrott? Ein paar Lampen. Verlieren können wir anscheinend nicht. Was ist aber das hier? Da
Beschichtung, okay. Bleibeschichtung. Da hinten das Auto ist ja auffällig. Könnte vielleicht das Auto von der Dame sein. Mitten im Wald. Da steht irgendein Generator. Wir müssten, glaube ich, mal langsam die diese wiederverwendbare Fackel, glaube ich, mal lernen. Wäre vielleicht auch mal ganz gut. Damit bin ich. Ich meine, das ändert nichts daran an dem Slot, dass das Ding dann bewegt. Aber wir müssten dann diese normalen Fackeln nicht mehr alle aufgeben. Ich meine, gut, muss ich jetzt auch nicht. Ich mach's nur, weil wir besser haben als brauchen. Das Auto. Alter. So, hier haben wir schon reingeguckt, ne? Ja, bestimmt. Gut. Dann weiter. Muss ich sagen. Aber hier gibt es keine Energie. Ist das richtig? Niedrig auf jeden Fall. Nö. Zumindest hier nicht. Hier wird auch keiner angezeigt, ne? So, auf dem Weg dahin kommt noch ein Häuschen. Und Rocks. Steinschlag. Halt. Nee. Da müssen wir lang. Vor allem natürlich stehen diese Türme mitten in der Walachei, anstatt die an irgendeiner befestigten Straße aufzubauen. Ne? Das wäre ja wieder zu einfach gewesen. Bestimmt gleich wieder Platten vorne links. Cool. Das ist elektrisch. Ich weiß, jetzt sind wir an der Hütte dran vorbeigefahren, ne? Aber macht nichts. Sind eh fast voll. Wir können auch so ein paar ausgewählte Standorte mitnehmen und einsammeln und das war's. Das da zum Beispiel.
Okay, was ist das jetzt schon wieder? Und bringt es mich um? Eine Stachelpfütze. Teil eines Memos, Bataillonshauptquartier 64. Einsatzbericht von Neil Douglas. Bei der Verfolgung von zwei Eindringlingen wurden heute drei Fahrzeuge der B-Kompanie beschädigt und außer Gefecht gesetzt. Dies geschah durch eventuell mutwillig platzierte Fallen. Bei den Eindringlingen, die über die Salische See von Kanada aus ins Sperrgebiet gelangt sind, handelt es sich vielleicht um entflohene Kriminelle. Wir glauben, dass sie irgendwo in der Nähe von Joyce mit einem kleinen Boot angelandet sind. Nach mehreren Sichtungen und langwieriger Spurensuche trafen wir um 11 Uhr auf die Eindringlinge, wonach es zu einer motorisierten Verfolgungsjagd kam, die über mehrere Feuerwehrzufahrtswege führte. Die Eindringlinge fuhren ein gestohlenes Regierungsfahrzeug und haben sich einer Festsetzung mehrfach entziehen können. Schließlich gelang es ihnen, eine weitere Verfolgung zu unterbinden, indem sie unser Team über Stellen führten, die mit semi-organischen, ölähnlichen Stacheln unbekannter Art bewachsen waren. Alle drei Autos erlitten Reifenpannen, die Räder selbst wurden ebenfalls beschädigt. Aktuell ist noch unklar, ob diese Fallen als Reaktion auf unsere Verfolgung gelegt wurden oder ob sie bereits vorher existierten. Diese Stacheln sind extrem gefährlich und mit nichts vergleichbar, was wir bisher gesehen haben. Ich empfehle für weitere Nachforschungen, Kettenfahrzeuge aus Fort Lewis anzufordern. Okay, cool. Und was mit diesem Blitz? Der sich hier fortpflanzt. Hier zu stehen. You lost? Find a cool end pipe and follow it. Ja, aber jetzt will ich wissen, was das da gerade war. Anomalien, seismisches Gewitter. Knisternder Krabbler. Abschrift einer Nachricht auf einen Anrufbeantworter. Hi Jill, also wir haben die Ergebnisse der letzten Testreihe ausgewertet. Fast alle Tests waren negativ. Du hast recht, die Dinger reagieren auf Vibrationen im Boden und nehmen eindeutig Bewegungen in nächster Nähe wahr. Reagieren aber nicht auf Stimuli anderer Art. Licht, Geräusche, Strahlung, Veränderungen der Atmosphäre, Luftfeuchtigkeit. All das scheint den Dingern egal zu sein. Meine beste Hypothese ist aktuell, dass sie territorial sind und alles angreifen, was ihnen zu nahe kommt. Warte, damit meine ich nicht, dass die Dinger intelligent sind. Es ist nur eine Art chemische Reaktion. Wir sind uns doch immer noch einig, dass sie nicht intelligent sind, oder? Und hat schon jemand den geringsten Schimmer, worauf sie eigentlich bestehen? Okay, nicht zu nahe kommen. Das heißt, wenn die Dinger auf Vibration oder sowas reagieren, dann wären hier gleich ein Problem. Da. So, jetzt können wir wieder ein bisschen Platz im Inventar machen. Weil wir nämlich den hier wieder brauchen. Zack. Und der Saugstauber ist auch gleich erledigt. Dann haben wir hier noch. Zack. Und die Fackeln. Geh weg. Bin gar nicht da. Okay, hier geht nichts mehr rein. Aber hier glaube ich noch. Okay, ich fahr mal weiter. Ich glaube, jetzt brauchen wir wirklich nichts mehr sammeln. Stacheln vorbeifahren und nicht durch.
damit wir nicht gleich wieder basteln müssen. Oh, und ich dachte mir so, oh Mensch, ist ja schön ruhig hier. Aber falsch gedacht. Natürlich kommt uns das Ding hinterher. Zum Glück können wir die nicht bekämpfen. Okay, ich bin da. Gebäude, warte. Künstlicher Sperrgebietstabilisator. Privates Feldtagebuch, Dr. Mensa. Es ist beruhigend zu wissen, dass wir die grotesken Auswüchse meteorologischer Phänomene, die unsere Atmosphäre verseuchen, zumindest ein wenig zähmen können. Dazu sind zwar Unmengen Energie nötig und wir mussten ein wahres Meisterwerk der Ingenieurskunst errichten, doch es ist uns geglückt. Der Sperrgebietsstabilisator ist fast fertig. Vielleicht unterliegen wir bald nicht mehr vollkommen den Launen des Sperrgebiets. Ich glaube, wenn wir die Stabilisatoren korrekt aktivieren, sollten wir ein Portal erschaffen können. Die Kehrseite der Medaille ist, dass wir so gleichzeitig gefährliche Sperrgebietsstürme heraufbeschwören. Es ist von größter Wichtigkeit, diese Geräte nicht ohne vorherige explizite Erlaubnis einzusetzen oder zu modifizieren. Na, großartig. Stürme. Und wann wollte man mir das mitteilen? Wenn ich mal fragen darf? You know, 30 seconds of hallucinations sure didn't feel short when I was free falling to outer space. Heck of a ride though. Did you know the rings of Saturn sing? I saw disembodied arms. Tons of them. They were grasping and crawling. And what about you, Oppie? What did you see? I saw nothing. How is that possible? Everybody else saw something. Must have passed me by. I don't know what to tell you. But weren't you working in your lab that night? And weren't you supposed to be doing your research rather than keeping track of my whereabouts? Okay. Wow. Touchy. Okay, das war der erste. Ich weiß zwar nicht, wie wir hier nachher rauskommen, aber hey. Dann als nächstes den. Das heißt, wir fahren jetzt den Weg hier weiter und dann kommen wir auch wieder auf die Straße. Theoretisch könnten wir auch geradeaus durchfahren, wenn das geht. Ich weiß noch nicht, ob das hier so gut ist. Da wirklich viel sehen tue ich hier leider auch nicht. Now that we know the remnants were connected to the mass hallucination. Maybe we can figure out what caused it. Oh boy, do I have theories. Don't start. Dr. Kay and Alan clearly uncovered some new way of using Lim to motivate that gamma ray burst. Oh, yes, precisely. Where do gamma rays come from? But outer space. Feedback on planet Earth, kid. There are plenty of terrestrial sources of gamma rays. Thunderstorms, for example. No. You said it yourself. The energy levels from that night are much greater than anything we've seen on Earth. Sure, but going straight to aliens, well, there's countless perfectly scientific possibilities. Perhaps Dr. Kay and Alan developed a limb-assisted mass particle collision. Or, heck, tapped into some sort of gamma ray reservoir. A reservoir? Or a portal? A portal? To where exactly? To Atlantis! Of course! Now, why didn't I think of that? That's absolutely it. Yeah. Weil man muss ja eine Theorie haben, oder? Da kommt jetzt wieder so ein komisches Herz. Jetzt
Fühlt sich schon wieder so an, als ob wir einen Platten haben. Ich glaube, das liegt am Untergrund. Wir sind viel zu oft auf unbefestigten Straßen unterwegs. Gefühlt. Ich habe noch keinen von den scheiß Energiedingern gesehen. Ich meine, wir werden die auch nur sehen, wenn die in der Nähe sind, ne? Irgendwo an der Straße. Ansonsten nämlich gar nicht. Entschuldigung, Auto, wollte ich nicht. Jetzt ist die Frage, ist das der nächste Turm? Ja, ne? Wieso hat sich gerade das Radio eingeschaltet? Ja, da ist der nächste Turm. Okay, jetzt müssen wir hier irgendwie rein. Nehmen wir auf den Eingang. Ein bisschen was können wir noch mitnehmen. Vielleicht gibt es hier auch irgendwas Schönes. Of the Zone's stories and superstitions. So, why now? What's in this for you? What I do is not and has never been any of your business. You're asking us to trust you. So yes, it's our business now. How about this? You two sign off and count orbs or whatever it is you like to do, and I'll get the driver to the mass hallucination source myself. Excuse me? No. Tobias found this remnant. This is his discovery. Sure. And I'll send you a nice gift basket to mark the occasion. But I won't let anyone interfere with this. Ich glaube, für sie ist drinne. Sie hat the hell with that! We either throw everything we can at this thing, or we lose this chance, and the answers to the mass hallucination are gone forever! This isn't like one of your little Sasquatch hunts. I'm not letting you get your tinfoil pseudoscience anywhere near this. This is too damn important to me. It sure didn't seem too important earlier, when you messed up and nearly killed the driver. You want to play that game? You really want to talk about our track records? Screw you, Oppy. I'd rather run this remnant into the ground than work with either of you. Oh, forget it. We're wasting our breath with this old man. There's gotta be another way. She's out of her mind. I can't do this. Look, if you want to waste your precious time picking apart bird droppings and squinting at constellations, by all means, follow their lead. But we're better off without them. Trust me. I'll get you through no matter what. This really is my last chance. Aber die letzte Chance wofür? Deinen Mann wiederzubekommen? Gehst du davon aus, dass er noch lebt? Ich meine, wir haben seine Stimme gehört. Und ich glaube, die haben nicht nur wir gehört, sondern auch alle anderen. Okay, also rein theoretisch müssen wir jetzt nur noch geradeaus rüber. Mal gucken, ob das geht. Könnten es ja versuchen. Weil wir sehen ja den Turm schon. Wir müssen halt nur einen relativ safen Weg hier lang finden. Natürlich mit Offroad-Reifen wäre das viel einfacher. Aber hier kommen wir jetzt schon nicht mehr hoch. Also wir müssen jetzt gucken, dass wir hier lang kommen. Vielleicht nicht. Gut, dann nehmen wir halt den Weg hier.
vorne ist die Straße. Wir haben schon eine kleine Abkürzung genommen. Jetzt müssen wir nur hochkommen. Ja. Oh, warte. Planke. Siehst du wohl. Okay, das Problem ist, wir werden von hier nirgendwo da hochkommen, ne? Wenn ich das so angucke. Wir werden hier lang müssen. Oder entweder hier unten oder hier lang. Weil das Ding da einfach mitten drauf steht. Holy shit. Eine kleine Spritztour, würde ich sagen. Ah, hier ist wieder so ein Elektromoppel. Dann vorbei. Aber hier ist irgendwas nicht Gutes passiert, habe ich das Gefühl. So wie es hier aussieht. Wir sind so nah dran, ne? Aber wir können da nicht hoch, glaube ich. Und das ist viel zu steil. Ach du Scheiße. Okay. Okay, ich fahre weiter. Alles gut, Bruder. Oh. Was bist denn du? Elektrodienst wieder. Okay. Da fahren wir einfach zu. Gar kein Problem. Ich finde ja, wir sind auch schon ein bisschen sehr lange unterwegs. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir den Berg da hochkommen. Das heißt, wir fahren jetzt anscheinend hier lang und dann hier hoch. Außer hier kommt gleich irgendwo noch eine flache Stelle, wo wir dann vielleicht einschwenken könnten. Aber es sieht nicht so aus. Zumindest bis jetzt nicht. Ich denke mal, wird auch keine kommen. Junge! Okay, wir sind leicht elektrisiert. Oh, wir haben ein bisschen Ladung wiederbekommen. Jetzt wäre Blitzableiter gut gewesen, glaube ich. Als Elektrodinger, die wollte aber wissen, oder? Ah, da ist schon wieder einer. Jetzt links rechts wieder. Alles gut. Alles gut, ich habe alles im Griff. Okay, gleich die nächste rechts. Sind elektrisiert. Ich sehe es im Rückspiegel, der brutzelt. So, hier müssen wir jetzt irgendwie rechts hoch. Ja, natürlich kommt hier auch wieder so ein Ding. Nützt leider nichts, da müssen wir durch. Was soll ich machen? Sache, wir brauchen Blitzableiter. Hätten wir jetzt auch schön wieder ein bisschen aufladen können. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weiterfahren, machen wir eine kurze Pause und sehen uns gleich wieder. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Über die Katz. Letzte Runde denn jetzt. Denn, da wir heute eine sechste Nachtschicht machen, fangen wir dementsprechend auch früher an, weil die Spätschicht macht heute um 7:30 Feierabend. Wir fangen dann eigentlich um 8 an. Aber da meine Frau ist viertel nach 8 arbeiten muss, fangen wir auch um 9 an. Aber dementsprechend ist heute auch ein bisschen kürzer Zeit, bis 22.